Guten Abend wünsche ich euch und willkommen zu einer weiteren Folge Ungefragt. Falls ich irgendwie schwitzen sollte, liegt es daran, dass es hier unnormale Temperaturen herrschen. Obwohl es gerade schon 23 Uhr sind und dieses Video wahrscheinlich wieder erst um 1000 Uhr online kommt, ist immer noch so warm hier. Vor allem die Softboxen blenden mich jetzt noch. Das Leben ist zu schwer. Die erste Frage heute kommt von Marius Lut. Er schreibt, also ich habe jetzt wieder Twitter-Fragen mit dem Hashtag Ungefragt. Das kündige ich gar nicht vorher an, sondern ich gucke einfach immer einfach nur Hashtag Ungefragt und gucke dann einfach, was da so für Fragen sind. Also falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt die einfach dahin. Ich gucke da immer mal zwischendurch rein. Die erste Frage war von Marius Lut. Und er schreibt, Hashtag Ungefragt, bald kommt der GTA 5 für den PC. Holst du es dir, beziehungsweise let's playst du es oder machst du es so wie Dena? Ich habe ja gesagt, wenn das für PC rauskommt, werde ich ihn auf jeden Fall holen. Ich hätte auch auf jeden Fall Bock, da ein paar Folgen so, ja, zu let's playen. Ja, auf jeden Fall bin ich am Start. Falls ihr euch eigentlich wundert, was da hinten auf meiner Couch steht, das erfahrt ihr am Ende vom Video. Die zweite Frage ist von Tobias Hai. Er schreibt, warum hast du dich für das Samsung Galaxy Note 3 entschieden und wie findest du es? Würdest du es mir empfehlen? Hashtag Ungefragt, ja, also wie manche schon mitbekommen haben, ich habe das Samsung Galaxy Note 3. Ich wollte einfach mal ein Handy mit einem großen Display, weil ich hatte eigentlich nie wirklich ein Smartphone. Also ich habe mich nie wirklich dafür interessiert, so Smartphones, dies, das. Habe mir dann dieses Handy geholt, als es relativ frisch draußen war. Finde es auch ganz okay. Ich wüsste aber jetzt auch nicht, warum ich das jemandem empfehlen sollte, weil es ist jetzt nichts ultra Besonderes. Also ist es... Ja, es erfüllt seinen Zweck, sag ich mal. Also, keine Ahnung. Was benutze ich hier? Ich benutze Twitter. Dafür braucht man nicht so ein großes Handy. Ich benutze eine App, mit der ich immer abends lese. So eine Technik-App. Wenn man sich mal zwischendurch mit dem Handy Videos angucken möchte oder so Beiträge lesen möchte, ist so ein großes Display schon schön. Was mich aber total nervt, ist Fotos damit zu machen. Weil, wenn man es so hochhalten will, ja, und dann muss man hier unten auf diesen Kameraknopf drücken, das kriegt man immer sauschwer hin. Also ich glaube, es ist nicht was für jeden. Wenn man große Hände hat, ja, ich würde es jetzt auch nicht unbedingt weiterempfehlen. Das ist auf jeden Fall ganz okay. Also ich bin zufrieden, aber ich empfehle es hier keinem weiter. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr für ein Handy habt. Da ich mir vielleicht überlegt habe, entweder jetzt bald das neue Nexus zu holen, das Google Nexus, oder vielleicht sogar, wenn es rauskommt, das iPhone 6. Ich habe echt keine Ahnung. Ihr könnt einfach mal eure Smartphones in die Kommentare schreiben. Vielleicht könnt ihr mir da ein paar Tipps geben. Die nächste Frage ist von Daniel Pinkus. Er schreibt, glaubst du, du hättest genug Abos, um Bundeskanzler zu werden? Hashtag ungefragt. Ganz klar nein. Was ist das für eine Frage? Styler09 schreibt, Hashtag ungefragt. Folgst du auf sozialen Netzwerken auch Fans? Ja, ganz selten mal. Ich folge manchen Zuschauern auch zurück, wenn die coole Sachen posten, wenn die coole Sachen schreiben, wenn die irgendwelche interessanten Sachen halt, also zum Beispiel auf Twitter, da folge ich eigentlich den Leuten, die ich cool finde, so die, wo ich denke, ey, cool, ja, das ist mir egal, ob jemand da Abonnenten hat oder groß ist, also ich folge auch gerne Zuschauern, aber nicht so vielen und auch nur selten mal. Also euch, denen ich hier folge, ihr könnt euch angesprochen fühlen und euch sehr freuen. Jorge Herzin schreibt, Hashtag ungefragt, kommen bald neue T-Shirts raus. Das ist eine gute Frage. Als ich sie gerade gelesen habe, dachte ich, ja, da antworte ich auch mal drauf. Denn ich habe einen Designentwurf schon sehr, sehr lange, den ich schon sehr, sehr lange vor mich hinschiebe. Und es könnte sein, dass der jetzt schon die Tage online geht, man weiß nicht. Es geht dabei um Longboards. Ja, also alle Leute von euch, die Longboard-Fans sind oder generell einfach Longboards cool finden, für die ist das neue T-Shirt-Design vielleicht was. Wird auf jeden Fall cool. Ich habe es mir eigentlich hauptsächlich dafür designt, dass ich es halt selber tragen kann. Wer es halt auch tragen möchte, der kann das gerne machen. Ja, und das kommt auf jeden Fall in den Shop. Ich habe sowieso vor, nur noch T-Shirts zu designen oder zu machen, die ich halt selber einfach tragen möchte. Also ich möchte einfach geile Sachen machen. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf, ich freue mich drauf, ist cool. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage von The Zone Gaming. Er schreibt, Hashtag ungefragt, wann kommen mal wieder neue Hardware-Videos? Würde mich mal wieder freuen. Und dafür steht hier, stehen diese drei Kartons. Ich habe nämlich was Nettes zugeschickt bekommen von BenQ. Nämlich drei 27 Zoll Monitore. Leute, die mein Setup kennen, wissen, dass ich schon lange Monitore von BenQ benutze. Also hier, ja, und da. So. Und hier der Bildschirm, den ich hinten nicht benutze, der ist auch von BenQ. Der auch. Ja, und ich habe mir gedacht, ich hätte gern 27 Zoll Monitore, weil ich habe jetzt 24 Zoll und 22 Zoll. Und ich habe mir gedacht, ja, so ein 27 Zoll Monitor wäre ganz cool. Habe da mal geguckt und habe mir gedacht, ja, vielleicht mal eine andere Marke als BenQ.
habe dann mir alles so durchgelesen, geguckt und dann bin ich quasi wieder auf BenQ gestoßen, dachte so, das ist halt genau das, was ich suche, kurze Reaktionszeit, genau die Auflösung, dieses Flickerfreie, also dass eben diese Monitore, wenn man mit der Kamera drauf filmt, nicht diese schwarzen Streifen ziehen, kennt ihr vielleicht. Das sind so alles Sachen, die ich halt für meinen Monitor brauche und halt auch gerne haben möchte. Und bin dann halt wieder auf BenQ gestoßen, weil die meiner Meinung nach einfach anständige Gaming-Monitore bauen. Hab dann aber gedacht, ey, ich benutze jetzt schon so lange BenQ. Und da habe ich einfach mal gedacht, frage ich doch einfach mal ganz lieb bei BenQ nach, ob die mir vielleicht zwei Monitore schicken. Da haben die zurückgeschrieben, ja, finden wir cool, dass du hier, dass du BenQ feierst. So, ja, feiern wir auch. Ja, und da haben die mir sogar drei Monitore geschickt. Und das sind halt drei 27 Zoll Monitore von so einer neuen Generation von diesen Bildschirmen, die ich unbedingt haben wollte. Ja, und jetzt habe ich die halt geschenkt bekommen. Finde ich super, super cool. Ich habe, glaube ich, noch nie irgendwo was angefragt, weil ich immer ein bisschen zu schüchtern bin für sowas. Habe ich halt nachgefragt und die waren so richtig nett. Haben mir halt dann jetzt drei Monitore geschickt und einen packe ich jetzt mal aus. Ich werde jetzt Wochenende über mal aufbauen und testen und dann werde ich nach dem Wochenende mal auf Ungespielt so ein Hardware Review-Video zu machen, ob die mir gut gefallen oder ob ich da nicht so zufrieden bin, weil 27 Zoll Monitore sind schon ziemlich groß und es könnte sein, dass ich die ein bisschen kacke finden könnte, aber deswegen probiere ich die mal aus. Boah, das ist ein fetter Bildschirm. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich den auf meinen Tisch stellen kann. Sehr, sehr geil. Baue ich dann bis morgen auf, das heißt, morgen die Ungespielt-Videos werde ich schon am großen Bildschirm drehen. Das heißt, ihr könnt vielleicht schon morgen in die Ungespielt-Videos mal reingucken, dann sage ich da drin schon, wie ich es so finde. Und ein richtiges Review gibt es dann nach dem Wochenende, wenn ich es so ein paar Tage ausprobiert habe. Sonst wäre es ja Quatsch. Für die Leute, die jetzt denken, Product Placement oder so, also ich bekomme dafür kein Geld. Ich finde, die drei Monitore sind schon mega krass. Also ich freue mich da richtig drüber. Und wie ihr gesehen habt, also ich benutze schon Ewigkeiten meine Monitore von BenQ. Es ist nicht plötzlich so, dass BenQ kommt und sagt, ja, mach mal jetzt ein Video darüber. Und ich hatte vorher immer Samsung-Monitor oder so. Nein, ich benutze die schon seit Jahren und ich habe selber halt nachgefragt. So, dass nur damit hier keine Missverständnisse auftreten oder so. So, das war's. Ungefragt dicke Ausgabe und meine ganzen Auspack-Sachen noch dazu. Ja, morgen kommt übrigens auch InScope 21, die Missgeburt, vorbei und kommt mich besuchen. Freue ich mich auch richtig. Damit drehen wir auch bestimmt mal ein Video zusammen. Also, boah, ich bin am Schwitzen, ey. Das ist so warm hier drin. Wir sehen uns dann morgen. Vielleicht schon mit InScope zusammen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Wertung da. Bis morgen, haut rein und ciao.